liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Schicht hier bei Police Officer Pet Drill Simulator, wie auch immer. Schön, dass ihr wieder dabei seid, jedenfalls. Unser Polizeisimulator hier auf meinem Kanal und ja, wir machen heute weiter. Wir haben eine neue Stadt freigeschaltet, den werden wir heute auch angehen. Wir haben jetzt eine Verkehrskontrolle. Wir haben letzte Folge die Verkehrskontrolle freigeschaltet, indem wir tatsächlich zwei Fahrleute eingebuchtet haben. Und ja, einmal wegen illegalen Waffenbesitz unter anderem und halt und sowas. Und das andere wegen besoffen Autofahren. Ja, das geht nämlich auch nicht. Und dabei hatten wir nur die eine Dame tatsächlich wegen dem Unterboden angehalten. Aber die hatte wohl noch mehr bei sich. Na gut. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Jetzt ein L-Kombi. Und dazu brauchen wir 535 Erfahrungspunkte und ich weiß gar nicht, ob wir danach noch mehr Stadtteile freischalten können, ob das hier unten weitergeht. Insgesamt gibt es ja mögliche. Ich glaube, bei 10 gibt es tatsächlich den noch einen Stadtteil hier unten. Ich glaube, kann sein, dass ich hier unten bestimmt weiter. Hier geht es bestimmt weiter. Ich würde mich schwer wundern, wenn es nicht so wäre. Aber gut, egal. Gehen wir mal rein hier nach Alcombe. Wir haben eine Fahrzeugstreife. Diese hat dem ersten Bürgermeister von Brighton, John Alcombe, benannte Nachbarschaft beherbergt das neue Rathaus, seitdem das ursprüngliche Rathaus im historischen Sinne niederbrannte. Um Alcombes großartige Arbeit und das schnelle Wachstum der Stadt unter seiner Führung zu würdigen, hat die Stadt ein Denkmal der Stärke vor dem neuen Rathaus errichten lassen. Diese Nachbarschaft bildet eine Brücke zwischen der Altstadt und dem neuen Stadtzentrum. Gut, Schichtinfos, Schichttyp, eine Fahrzeugstreife und Tageszeit morgen. Los geht's. Dann gehen wir mal los. So, melde Rasa mit der Radarpistole. Also sollen wir heute wieder ein bisschen Rasa machen. Naja, mal schauen. Willkommen in der Kombi, eine neue Stadt. Officer, wir haben in letzter Zeit Beschwerden über Rasa erhalten. Könnten Sie sich die zur Brust nehmen? Verstanden. So, dann fahren wir mit dem Auto raus, wieder mal. So. Und so, eigentlich wollten wir tatsächlich nur Radarpistolen machen, aber wir scheinen mal wieder ein Fahrzeug zu haben, was. Sag mal, geht das noch? Hallo, entschuldigen Sie. Ernsthaft? Die Hölle will ich? So, jetzt mal Butter bei den Fische. Moin. Du bist eine rote Ampel überfahren. Ich habe sie angehalten, weil sie über Rot gefahren sind. Es war ganz sicher noch grün. Nein, war es nicht. Ich habe es gesehen. So, zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Bitte sehr, Officer. So, was haben wir denn hier? Okay, Führerschein. Lebt noch, geht noch. Und auch der Dings geht noch. So, Verstoß bestrafen. Und das Fahren, die rote Ampel. Oder vergisst das? Das gibt einen Strafzettel wegen des Fahrens bei Rot. Da werden 120 bis 250 Dollar fällig. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Ja, soll er mal machen. Tschüss. Alles gut. Einen schönen Tag noch. Die geht schon mal weg. Und wir wollen jetzt eigentlich mit der Radarpistole hinstellen. So. Gefühlt ist ja aber auch ein bisschen. Wir haben eine Verkehrskontrolle, die besetzt werden muss. Unterwegs, ich kümmere mich.
Okay, dann fahren wir jetzt. Eigentlich wollte ich das Auto kontrollieren, aber gut, schauen wir mal, ist das jetzt gerade wichtiger. Boah, Alter. Ich zeig dir mir gerade schön die... Ja, Hilfe. So, da müssen wir jetzt hier links abbiegen. Bin jetzt bei der Verkehrskontrolle. So, was soll ich jetzt hier machen? So, die Linkerkelle rausrüsten. Okay. So, jetzt muss ich wahrscheinlich warten, bis ich hier mal einer vorbeikommt. Welche Person? Naja, passiert. So, Polizeianzeichen, Radarpistole ausrüsten. Machen wir doch mal eine Radarpistole raus. So. Frage ist, was ist denn die erlaubt? 25? Okay, ihr könnt auch weiterfahren, ne? Müsst ihr jetzt nicht auf mich warten die ganze Zeit. Das dauert jetzt wieder alles, ne? Bis sich jetzt hier mal irgendwie mal einer bewegt. Okay, das ist jetzt. Ja, ist schlimm. Da hängt sich jetzt natürlich alles hinterher. Gut. Aber ich dachte, ich könnte jetzt hier weitergehen. Ja, das wird jetzt natürlich ewig dauern, bis ich hier mal. Oh, Alter! So. Fünfundzwanzig, okay. Gut, dann macht mal. Tschüss. Hat sich erledigt. Schade, dass ich jetzt natürlich sagen kann, nicht hören kann. Oh, da. So. Nichts weiter.
Die stellen sich jetzt natürlich alle da hinten an. Warum? Ja, das Spiel ist so toll. So volle Bugs. Ja, jetzt habe ich so ein Problem. So, ich würde mal gerne hier. Hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand! Hallo! Hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand! So, ich würde dich gerne mal kontrollieren. Hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand! Hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand! Na komm. Hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand. Hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand. So, ich würde dich gerne kontrollieren. Kann ich jetzt nicht kontrollieren? Hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand. Hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand. Hallo. Hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand. Ich würde dich gerne kontrollieren. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Hallo. Wunderbar, es klappt ja wunderbar alles gerade. Kann ich dich weiter kontrollieren jetzt hier? Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Hallo. Ich würde dich. Geht das nicht jetzt? Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Das klappt ja wunderbar mit der Scheißkontrolle, ey. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. So. Jetzt ein bisschen Fakt. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Ja, dann ist das doch scheiße, sowas. Hallo. Ich würde dich gerne kontrollieren, ja. Das klappt ja wunderbar. Polizeizeichen. Fahr. Warten Sie hier. Gehen Sie weiter. So, fahren wir weiter hier. Warten Sie. Bewegung. Wie will das gerade so nicht, wie ich das gerne hätte? Fahren Sie zurück. Fahren Sie rückwärts. Fahren Sie rückwärts. Ich habe hier gerade den übelsten Verkehrsstau, warum auch immer. Weil ich sie nicht kontrollieren kann, also, ne? Fahren Sie rückwärts. Warten Sie. Ich kann dich nicht mal kontrollieren hier. Was ist das für ein Scheiß? Mir macht das gerade so keinen Spaß, das ist das Problem. So, Wickerkeller ausrüsten. Hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand! Ja, komm, Uschi. Hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand! Hey, hallo. Hey, fahren Sie an den Straßenrand! Hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand! So, Lem, ich krieg dir nicht angesprochen, ne? Was ist das, ey? Blöder Gott. Winterkeller ausrüsten. Computer. So, jetzt ist mal gut hier. Komm raus jetzt hier.
Upsi. Tag wiederholen, ja, das müssen wir nochmal neu machen. Das irgendwie war das jetzt gerade nicht so, wie ich das gerne gehabt hätte. So, halber Kombi. Versuch was nochmal. Fahrzeugstreife. Schichtbeginn. So, also noch einmal. Ist so manchmal lustig. Das ist das. Es sind etliche Anrufe wegen des Parkplatzes reingekommen. Officer, können Sie das im Auge behalten? Ich kann das übernehmen. Ist das Einbahnstraße hier? Oh, das ist die Einbahnstraße, ne? Würde ich sagen. Da wollen wir nochmal eine Polizeikontrolle kriegen. Ja, das ist gerade nicht meine Aufgabe. Ich hoffe, dass ich... Sag mal, warum wollen die alle nicht mit mir quatschen? Nichts momentan. Ja, ich weiß, dass hier gerade gar nichts passiert. Ich dachte mir, ja. Ich hätte gerne Polizeikontrolle nochmal. Weißt du was? Wir machen jetzt mal hier Verkehrskontrolle. Weil der hier steht ein bisschen auf dem Bürgersteig, damit wir überhaupt mal was heute geschissen bekommen. So. Das ist aber auch eine kaputte Scheibe, ne? Könnte das sein oder ist das nur Dreck? Oh ja, der hat eine kaputte Scheibe, würde ich sagen. Ah ja, lass mal abschleppen. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Und tschüss. Kriegen wir jetzt mal. Ich hätte gerne auf jeden Fall noch irgendwie. Wisst ihr was? Wir machen das in der nächsten Folge. Wir gucken mal, wann wir in der nächsten Folge nochmal weiterkommen. Bis dahin. Tschüss.